Den wechsle ich aus. Und weil ich so gut drauf bin, wechsle ich nur mal ihn ein. So ein Fels in der Brandung kann ich immer gut gebrauchen. Das war. Jetzt müssen die. Aus der Entfernung. Ja, das liegt an seinen Skills. Also da kannst du nichts machen. Und jetzt komm. Och, Junge. Das war eine richtig gute Aktion. Schönes Tackling. Oh Mann, jetzt haben wir auch nur Schwein. Okay, jetzt komm. Och, Junge, ich bitte dich. Oh, so knapp auch noch. Oh Mann. Du bist ja völlig bekloppt. Oh, schon wieder, ey. Ja gut, das war aber eindeutig. Schön sicher. Ah, die Jungs sind hinten gut organisiert, ne? Schön. Schnapp ihn euch. Mann. Also für uns. Hat man jetzt so schnell nicht gesehen. Ja, die werden auch schon wieder abseits. Das gibt's doch gar nicht. Die werden jetzt alles nach vorne werfen. Ganz ruhig. Ah, die sind einfach richtig flott. Die offensiven Kräfte von denen, ne? Das ist ja das, was ich auch bei mir richtig bemängeln muss, dass die Verteidiger bei mir total lahm sind. Und nicht jetzt so bezahlbare schnelle Spieler einfach nicht kriegen kann. Ist einfach so. Ich habe jetzt ein paar gefunden, die jetzt so knapp an eine 70 kratzen, aber das war's auch schon, ne? Den Rest muss ich selbst antrainieren. Oh Mann. Einfach mal querlegen hätte vollkommen gereicht. Yes! Das war natürlich ganz, ganz behämmerte Flanke, wenn ich das mal sagen darf. Jungs, habt ihr gut gemacht. Verloren haben wir auch schon lange nicht mehr, aber wir waren auch noch in Überzahl, aber das will ich euch jetzt mal nicht so unter die Nase reiben. Ah, Zypern ist vor uns. Wie ist das möglich? Zypern.
Wieso habe ich denn eine 3 für den Keeper gekriegt? Warum ist er der Beste? Warum? Junge, ich möchte dich in meiner Mannschaft haben, das habe ich dir schon tausendmal gesagt, aber du willst ja nicht. Okay, nach Stärke sortieren. Wir wären Erster. Ja, wir machen einfach mal so, ne? Vielleicht Posen, dann wird höchstwahrscheinlich Meister. Ja, ne, ist alles sowieso Zufall, da können wir nichts gegen machen. Jetzt geht's los. Der erste Spieltag steht vor der Tür. Jupp. Nach langer Zeit. Polonia Bytom wieder zurück in der Extraklasse. Traditionsverein schlechthin. Und wir spielen als nächstes gegen. Oh, das ist ein. Gegen Vidi. Das ist ja mal. Was ist das denn für eine Truppe? Der Beripken kenne ich irgendwoher. Budapest. Ach du Scheiße. Die können auch Fußball spielen. Ja, okay. Noch immer noch top motiviert. Gleich ins Ligaspiel. Ja. Oh, die Fitness wird jetzt ein bisschen besser, wie ich sehe. Sehr, sehr gut. Taktiken sind auch wunderbar. Ich werde jetzt ihm noch eine Chance geben. Ja, kann sein, dass wir die noch ein bisschen vernachlässigen werden müssen. Aber wie gesagt, man kann sich nicht um alle kümmern. Es geht einfach nicht. Man muss auf die Entwicklung seiner Kerntruppe achten und nicht jetzt auf jeden Einzelnen, dass er jetzt auch Go ab. Oh mein Gott, ne? Den müssen wir jetzt. Der ist 20, er muss sich ja entwickeln. Ja, scheiß auf den. Ne? Ich habe hier 1, 2, 3, 4. Vielleicht 5. Fünf Spieler, die ich beschäftigen muss. Das ist ja wohl mehr als genug. Ja. Und da habe ich ja noch nicht mal einen extra Stürmer dabei. Ja, und die müssen auch alle fit und alle müssen sich auch einigermaßen entwickeln können. Deswegen, muss man realistisch sein, ne? Klar kann ich die ganze Mannschaft wechseln, aber dann kriege ich ja das beschissene Teamwork nicht hoch. Das muss ja auch irgendwie werden, ne? Okay, dann können wir uns nochmal die Teamdynamik anschauen. Ja, bei 218. Das ist ja jetzt nicht so schlecht. So. Sprechen wir noch mal mit den ganzen Leuten, auch die, die wir nicht unbedingt einsetzen. Das macht sich nämlich gut beim Vertrauen. So, ich habe ihm schon gesagt, dass er das nächste Spiel spielen kann, also Ligaspiel.
Schade, dass sie nicht so eine Option wäre, wie zum Beispiel, sie haben mir versprochen, dass er beim Pokalspiel dabei sein kann, ne? Oder was ich auch doof finde, ist, du versprichst ihm, dass er in der Liga spielen darf. Und ja, da verletzt er sich. Ja, und dann kannst du ihn nicht einsetzen. Und dann ist er enttäuscht, warum er nicht gespielt hat. Finde ich auch immer ganz toll. So, jetzt habe ich aber diesen Baranowski ausgetauscht. Was habe ich ihm gesagt? Er darf, dass er beim nächsten Ligaspiel dabei sein darf. Ja gut, da wird er halt ein bisschen enttäuscht sein. Fuck. Aber na gut. Shit happens. Kann ich auch nicht mehr rückgängig machen. Herrlich. Am liebsten würde ich ihm jetzt so einen Vertrag anbieten. Vielleicht kann man ein bisschen was. Probieren wir mal jetzt so. Gut. Da würde ich sagen. Sehen wir uns gleich. Im ersten Ligaspiel der Extraklasse gegen Krakowia Krakow, unser Mitaufsteiger. Ja, interessantes Spiel wird das. Die sind nicht besonders stark. Die haben sich nicht verbessert. Oh, 677 sind sie. Ja, wir sehen, was wir oder was die davon haben. Bis gleich. Herzlich willkommen zum ersten T-Mobile Extraklasse Spiel. Polonia Bytom gegen Cracovia Krakow. Ja, ihr kennt wahrscheinlich den Gegner. Das ist nämlich unser Mitaufsteiger. Der Zweitplatzierte. Und ja, haben sich ehrlich gesagt nicht sonderlich verstärkt. Die sind jetzt bei 577. Wir dagegen sind plus Moral auf 735 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja. Die allererste Begegnung in der ersten Liga, also bei denen heißt das so, also ist die zweite Liga sozusagen. War knapp, glaube ich, war relativ knapp und danach haben wir sie regelmäßig auseinandergenommen. Ne? Also das war ganz gut. Die Frage ist, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ja, schon mal gut den Ball gewonnen. Aber die Außenverteidiger gefallen mir echt gut. Okay, das war schon mal scheiße. Leichte Unkoordiniertheit. Das ist noch nicht mal bei den schweren Spielen passiert. Okay, lass ich mal durch. Kann ja mal passieren. Was war das denn? Elfmeter oder was? Was? Handspiel oder wie?